Moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe gerade überlegt, was ich sagen wollte, Entschuldigung. Weiter geht's nochmal mit den Schabernack-Kometen. Weil in der letzten Folge haben wir ja schon nur Schabernack-Kometen gefunden oder gesammelt. Abgeschlossen, meine ich. Das werde ich heute nochmal fortsetzen. Ist hier keiner mehr? Ach, Entschuldigung, nee, dann, wenn keiner mehr kam, dann natürlich nicht. Dann machen wir das jetzt nochmal weiter hier mit den Galaxien. Entschuldigung, da habe ich gleich drauf, letztes Mal drauf geachtet. Mein Fehler. Da unten ist noch eine Galaxie, die... Komm, einmal als kleiner Teaser, was da für eine ist. Die Frostflocken-Galaxie. Da ich aber die Gusel-Ether-Galaxie zuerst freigespielt habe und da auch ein Gourmet-Luma ist, gehe ich hier zuerst hin. Ich habe Bock auf Geister. Sag ich ganz ehrlich. Bisschen Grusel und so. Bienenbärenpanik im Buhu-Haus. Klingt wieder sehr nach einer weiteren Fähigkeit für Yoshi. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, deswegen will ich hier nicht rein. Das gebe ich zu. Aber umso besser. Was ist das denn eigentlich hier für? Der sieht aus wie diese Octogummas, nur als Geister. Und hier direkt Gegner. Eine Arena. Ach, die Kürbisgummis. Na, Schöpfattacke Mario. Hier geht's viel schneller. Hab alle One-Offs mitgenommen. Ich glaub, man hat hier echt genug Zeit, um die echt... der Drehattacke zu besiegen, also mit jeweils zwei Drehattacken. Könnte aber knapp werden dann. So, was haben wir jetzt hier? Da verschwinden die Böden, okay. Dann kommen sie wieder raus von der anderen Seite. Genauso wie die Geister hier. Hätte ich springen müssen? Nee, zum Glück nicht. Jetzt springe ich aber einfach. Da ist ein Checkpoint, yes. So. Oh, Münzen, geil. Oh, Beeilung. Obwohl, warte mal, wenn ich da beim One-Up bin. Der Weg geht ja so ein bisschen schräg. Dann ist ja alles gut. Ach so, oh, ich wollte sagen, wo geht's denn jetzt lang? Ach du Kacke, das ist ein bisschen schneller hier. Und ich bin ein bisschen zu schnell. Na, komm, ist der nächste. Ach du Scheiße. Das ist der nächste Weg, sehr gut. Was ist das für eine Galaxie, bitte? Oh. Da ist eine Röhre. Muss ich in die Röhre rein oder muss ich nach hinten durch? Oh, ich muss erstmal nach hinten durch. Wegen der Kometenmünze. Oh ne, passt schon. Wow, das war knapp. Alles klar, okay. Nächster Checkpoint, sehr gut. Yoshi, komm her. Yoshi! Was ist denn hier oben noch? Nichts, nur der Tod. Ich hätte hier die Kometenmünze versteckt, sag ich ganz ehrlich. Ah, Yoshi kann einen Weg erleuchten. Braucht nur eine bestimmte Zeit lang. Oh. Wird schon kleiner. Oh, der Schlüssel. Ja, irgendwie erinnert mich das aber optisch sehr an die Geistergalaxie aus Mario Super Mario Galaxy 1. So vom Aufbau her. Da ging es dann auch hier so hoch. Und da ist der Weg von alleine weitergewandert. Vielleicht soll es auch bewusst daran annehmen. Ja, aber jetzt mal unnormal. Ich muss die nächste fressen, Alter. Kommt da noch eine neue, ja, danke. Okay, jetzt sieht es nicht mehr so aus. Jetzt sieht es anders aus. Ich höre schon mal den Stern, sehr gut. Sehr schön.
Also ich fand den Anfang des Levels tatsächlich, oder den Anfang des Powerständchens in dieser Galaxie echt schwieriger. Mit diesen Wegen da. Wenn man da halt mal zu langsam ist, dann ist man auch schnell mal lebenlos. So, Bierbeerenpanik im Bubenhaus abgeschlossen. Eine neue Kometenmünze. Alles sehr schön. Ich dachte, das ist echt, es kommen noch mehr Schabernack Kometen, weil ich halt noch sicherlich Münzen offen habe. Ich habe doch noch nicht 17 oder 16 Schabernack Kometen abgeschlossen. Na gut, Spiel gespeichert. Dann geht's jetzt weiter. War hier ein zweiter Stern noch? Ja. Da muss der Gourmet nun mal nochmal warten. Leider. Bezwinger des Spukkorridors. Oh, das klingt spannend, muss ich sagen. Wahrscheinlich wieder spannender, als es dann am Ende ist. Das wär's natürlich wieder. Oh, schon wieder die Knochentrockenviecher da, die den Boden wegfressen. Die hatten wir ja schon im Baldur's Lava Imperium, glaube ich, war's. Also sehr schön. Hier nochmal rein. Hoch. So. Ich gehe nochmal rein. Vielleicht ist da noch was anderes. Ne, wieder die Gumba. Okay. Oh. Ich muss auf die Flammen aufpassen, wollte ich kurz sagen. Scheiße. Ich bin so doof, ne? Oh. Jetzt haben die Gumba rein, dann auch gut. Also ich denke mal, mit zwei Dreads hatten wir es dann doch knapp. Also eben noch das One-Up gekriegt. Gut. Dann geht jetzt weiter, da steht was auf dem Schild. Was passiert denn jetzt hier? Die Buhus tun dir nichts. Schau ihm bloß nicht in die Augen. Niemals. Tihihi. Das ist auf jeden Fall die Lache von den Buhus. Oh Gott. Haha. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr bleibt doch sicher stehen, wenn ich euch angucke. Wie süß, ey. Ich finde Buhus ja eigentlich schon knuffig, ne? Guck mal. Aber das dauert echt lange, bis sie sich dann wieder zurückziehen, wenn sie sich einmal in Bewegung setzen. Buhus sind schon geile Viecher eigentlich. Oh, da ist wieder einer. Oh, okay. Ich hätte gar nicht springen müssen. Hab trotzdem gemacht. Ah, okay. Die verschwinden wieder, wenn mit einer Drehattacke. Oh, da ist schon wieder so ein Knabbervieh. Doch alles weggefressen, nur. Mann, Mann, Mann. Was geht denn hier ab? Bleibst da hinten, Kollege. So, weiter ein Stück. Dieser Checkpoint. Sehr schön. Oh, Buhu. Oh. Ich fresse irgendwie ein bisschen mehr, der kann das sein. Oder sind schon vorab Löcher. Das kann natürlich auch sein. Da hinten schon der Powerstern, okay. Oh, da ist auch noch Sternteil. Ach da, wenn die ganzen Sternteile hier versteckt. Sogar da unten. Oh, wieder ein Buhu, scheiße. Lass mal gucken jetzt hier, was da hier abgeht. Okay, da ist der Stern. Perfekt. War doch nicht so spannend, wie ich dachte. Na gut. Trotzdem hat es Spaß gemacht. So, der 40. Stern mittlerweile schon. Sehr schön. Spiel gespeichert. So, ich glaube, jetzt kann ich gleich Sternteile rausholen aus dem Lagertod. 1000 Stück, okay. Ja, mach ich mal. Dann verwandelt der sich zwar nochmal zurück, der Tod da, aber ist ja egal. Oh, ein Gourmet-Numa ist an Bord. Soll ich ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt? Dieselbe alte Leier. Sag doch mal ein anderes Lover. 8 Sternteile zinsen, geil. Ja, ich möchte gerne darauf zugreifen. Hallo. Danke. Boah, ich brauche so ungefähr 800. Aber das war jetzt ein bisschen zu viel. Hat
Alter, der ist fast wieder zurück auf die erste Stufe, ey. Oh, da hat er wieder seine Brille zurück. Wir füttern den Kleinen hier. Dann geht's weiter. La 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 la. 1000 Sternteile. Ihr verfressene Mistviecher. Ein 15er Schritten, ey. Oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung! So, was kommt jetzt für eine Galaxie? Ich bin gespannt. Oh nee. Ach du Kacke. Nicht so ein Mist. Ah gut, ich muss da eh durch, wenn ich die 100% haben will. Ach, so ein Tic-Tac-Scheiß. Tic, die heißt sogar Tic-Tac-Galaxie, ey. Oh Gott, ich hab so Mist gehasst, ey. Ich glaube, es wird noch schöner, wenn da noch der Schabernack-Komet kommt. Tick, 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 Silbersterne. Dann gibt's das Ganze nämlich nochmal mit lila Münzen. Ach du Kacke. Aber das bin ich ohne Gewehr, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Ich kann mich eh nicht mehr so... Ach du Scheiße, was ist das denn bitte für eine Magie? Oh Gott. Also ich glaube, jeder, der das Spiel gespielt hat, der kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, warum ich den Kack nicht mag. Ich mache wahrscheinlich wieder mehr Welle, als ich dann am Ende machen müsste. Weil ich hier einfach wieder mit Weitsprung drüber springe. Oh. Weg. Ja, komm jetzt mal. Du auch. War ja kaputt gegangen, ist jetzt egal. Und ab, lass ich jetzt da liegen. Ja, okay. Also ich bin jetzt... Oh, Checkpoint zum Glück. Und wenn das Ganze nochmal mit lila Münze kommt, dann gibt's da nicht rein. Ach, da wissen wir was hier... Ach komm, ich guck einmal rein. Sternteile, okay. Der eine oder andere war jetzt sicher neugierig von euch. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt eben. Fix. Weil über Sternteile versteckt sind, ey. Wow, das war knapp. Wow. Puh. Bitte da oben den Powerstern jetzt auf dem Treppchen da. Ja, sehr gut. Alles gut. Hat ja geklappt. Oh, ey, hallo, Mario, mach keinen Scheiß. Er springt da gleich noch runter, ey. Jaha. So. Ne, jaha macht Luigi. Entschuldigung. Yeah. So, noch eine Kometenmünze. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Gruseläther der Schabernack-Komet. Würde mich nicht wundern, wenn. Tatsache. Ja, dann wird der in einigen Galaxien wohl erst am Ende kommen. Der Komet jeweils. Mario, ein Brief für dich. Schnell, schnell, wir machen einen Wettflug in der Gleitfluggalaxie. Sei kein Frosch, sei kein Frosch. Hey, 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 hey. Dein Tukutukan. Toll, weiß ich nicht, was ich zuerst machen soll. Also, bis zum nächsten Mal. Spiel gespeichert. Wir machen jetzt erst den Schabernack Kometen, der hat sich zuerst gezeigt. Behaupte ich jetzt mal. Ist hier noch ein zweiter Stern? Nein, ist nicht. Ich schließe jetzt mal einen geheimen Stern da aus. Da gibt es nicht viel, was sie da verstecken konnten. Wenn da einer ist, dann finde ich den schon noch. Aber der wäre wahrscheinlich auch angezeigt worden. Habe ich ja schon mal gesagt. Ein Gruselkorridor voller Schatten. Ach du Scheiße. Oh, und mit dem Schatten, Mario, jetzt noch der ganze Kack. Dass man nicht so lange warten kann. Ja, ach. Oh Gott, ey. War auch nur, okay, nur die Passage. Aber das ist schon schön genug, muss ich sagen. Ah, Luigi macht das. Da kommt der Schatten Luigi und Schatten Mario. Ja, Bruder, jetzt, wenn du möchtest, kannst du als Luigi spielen. Wir kennen die Leier. Deswegen skippe ich das jetzt mal. Okay, ich habe ein bisschen zu spät angesetzt. Ich weiß. Vor allem Ichi, was für eine Ironie. Dass der jetzt hier wirklich kommt. Er ist trotzdem
statt Mario, oder? Sieht auf jeden Fall nicht aus wie Luigi von der Formel, muss ich jetzt mal sagen. Alter, wollte einen Weitsprung machen. Er duckt sich da erstmal. Schön ruhig. Wow. Okay, bin ich schon durch? Okay, ja. Machen wir mit der kleinen Spezialschwierigkeit, dass man den Stern noch aufbrechen muss, damit man nicht stehen bleiben kann. Okay, habe ich mir schwerer vorgestellt, tatsächlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mir das Spiel allgemein früher schwerer vorkommt, als ich es jetzt gerade finde. Aber ich verspreche euch eins, da wird es noch eine Galaxie geben. Sehr spät im Spiel, muss ich sagen. Ah, wenn da nicht sogar noch zwischendurch eine kommt, aber die meine ich dann nicht. Die ich meine, die kommt sehr spät im Spiel. So, Galaxie komplett. Ein Geist ist aufgetaucht in Gruselether-Galaxie. Keine Ahnung, was mit dem Geistern auf sich hat. Müsste ich nochmal herausfinden. So, Luigi verabschiedet sich wieder, lange nicht gesehen. Ich bin darauf, neue Abenteuer zu erleben. Also, lass mich dir ruhig helfen, wenn du mich dann das nächste Mal da draußen siehst. Bis später, Bruder, jetzt. Oh, der gelangweilte Blick, habt ihr den gesehen? Spiel gespeichert. Komm, den Wettflug mache ich jetzt auch noch. Kann eigentlich auch nicht so lange dauern. War ja in Welt 2, ne? Genau, da ist das Symbol gewesen. Da sind sie. In der Sinkfluggalaxie. Finde ich auch geil gemacht, dass manche Sterne erst später kommen mit einem Brief. Wettflug, Wettflug. Alle um die Wette. Wie der Stern erstmal so heißt, wie die Viecher sprechen, ey. Naja, die wollen jetzt alle mitfliegen. Und nicht mit dem Tuku-Gleiter. Kann ich mit allen sprechen? Burak, Burak! Bereit, bereit? Okay, mit dem Schwarzen muss ich wohl sprechen. Los geht's, los geht's! Wettflug, Wettflug! Mit dem kann ich ja gar nicht sprechen, ne? Ne, der spricht nicht. Oh, da war ein Sternteil. Wo auch mal das herkam. Tritt an, tritt an! Ich bin allzeit bereit, ich bin der Allerbeste! Häng dich an den Tuku-Gleiter und tritt an gegen mich. Ich habe noch kein Rennen verloren. Alles klar. Wettflug, Wettflug, du wirst schon sehen. Ich gebe alles. Los geht's. Hier kannst du zum Beispiel auch noch nicht der Schabana-Komet. Ach, die kommen wahrscheinlich auch erst, wenn man alle Sterne hat. Bei manchen Galaxien, ne? Ein Vierter, Alter. Ernsthaft, die hätte ich wahrscheinlich links fliegen müssen. Und ich bis hier mit dem Sinnflug fliegen kann. Kann ich eigentlich abstürzen hier? Guck mal da rechts, der Kleine sagt, der kennt den Weg auswendig, ne? Der kann gar nicht so weit so tief fliegen, wie der da fliegt. Erster auf einmal, hä? Wie ist der geflogen, bitte, auf einmal? Hä? Oh. Okay. Das auch mal geklärt. Was passiert, wenn ich im Gegenflieg? Komm, Mario, gib Gummi. Ja, gewonnen, okay. Keine Ahnung, wie ich den überholt habe. Der ist die ganze Zeit im Sinkflug gewesen, weißt du? Und auf einmal bin ich Erster. Versteh das nicht, versteh nicht. Meine Bestzeit. Futsch. Futsch. Du bist jetzt auf Platz 1. Als Bester brauchst du eine Trophäe. Trophäe. Hier, nimm den Powerstern. Nimm den Powerstern. Nimm Powerstern, den steht da eigentlich irgendwie, ne? Nimm den, was sagen die wahrscheinlich nur. Nimm den, ja, passt besser zu denen. Okay, sorry Leute, da war echt ein fetter Ruckler drin. Ich glaube, der Tod ist auch verzögert. Definitiv ist der Tod verzögert. Dafür möchte ich mich echt entschuldigen, dass es aber am Ende der Folge auch ist. Lass ich es einmal dabei. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir an der Stelle einmal. Oha, diesmal hast du also ein Plapperflatter mitgebracht. Gab es nichts Leiseres? Hahaha. Hörst du das leise Lied der Sterne? Nicht? Nun, das könnte wohl am turbulenten Tuku-Tukan liegen.
Geh doch mal zu ihm rüber und sorge dafür, dass er Ruhe gibt. Danke. So, jetzt wird das Spiel gespeichert. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir echt, weil, also, wie gesagt, ich habe zweimal gesagt, ich will es gern vermeiden, wenn es geht. Aber an der Stelle, da die Folge jetzt auch endet, tatsächlich, hoffe ich, dass ihr da ein bisschen Nachsicht habt. Das nervt mich gerade zwar wirklich selbst, aber das Spiel halt auch gleich halt nicht kopieren kann, den Spielstand nochmal neu spielen kann. Oder sonst was, und das halt immer automatisch speichert, kann ich daran leider nichts ändern. Ich könnte natürlich erst nochmal spielen, aber, ja gut. Vielleicht mache ich das auch. Nein. Also wenn ihr das jetzt seht, dann habe ich es nicht gemacht. Tatsächlich. Auf jeden Fall möchte ich mich trotzdem fürs Einschalten bedanken. So oder so. Ich glaube, da habe ich jetzt viel mehr Wind drum gemacht eben, als ich hätte machen sollen. Aber gut, ist halt so. Genau, danke fürs Einschalten. Wenn es euch trotz dieses Fauxpas eben gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö. Euer Basokasu.